Aber die machen ja ihr Ding hier. Die stehen jetzt ein bisschen sehr lang an den Bushaltestellen. Das ist jetzt irgendwie nicht so... Das ist hier irgendwie nicht so geil gelaufen, ne? Das ist nicht so gut gelaufen. Wie wäre es denn mit einem Kreisverkehr zum Beispiel, damit die wenden können? Weil das wird ja so nix. Die fahren jetzt hier ihre Wendestrecke. Ja genau, hier ist voll. Kann ich hier einfach... Das ist schon richtig so. Aber ich muss irgendwie hier gucken, dass die das nicht so machen, wie sie es gerade machen. Das ist jetzt die blaue Linie, richtig genau. Die fährt quasi hier rein. Die kann natürlich auch theoretisch, wenn sie das möchte, könnte sie hier hinten halten. Wie ist die gerade zu verstehen, die blaue Linie? Die fährt hier sowieso. Ich bin gerade nicht ganz sicher, was ich mir hier anschaue. Hier, Route fertig. Ist ja fertiggestellt, oder? Buslinie 3. Waren wir denn? Das wollte ich doch gar nicht. Buslinie 3 ist doch überhaupt nicht relevant. Die kann erstmal kaputt gehen. Wir machen mal schnell die Farben anders. Hier, Buslinie 2 bekommt mal grün. Damit wir sehen, wenn wir was falsch machen. Buslinie 2 hier. Kann ich die jetzt einfach dragen? Kann ich nicht. Jetzt reden die schon wieder hier in meinem Let's Play rein. Das ist ja unfassbar. Weil eigentlich ist die Haltestelle ganz gut hier. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie ich das fixen kann. Außer wir bauen eben hier die Linie nochmal ein bisschen um. Kann ich einfach dragen? Nee, kann ich nicht. Ja, das ist doof, dass die quasi nach Süden fahren dann direkt. Das ist nicht so geil. Man müsste... Sind die voll schon? Die voll, die Busse? Guck mal, warte mal. Nee, die sind nur mit 20 Leuten voll. Okay, das ist aber enough, das ist enough. Ich würde, wie gesagt, hier gerne mal die Linie verändern. Hier Wegpunkte, das geht genau, aber hier oben geht das nicht. Das kann man nicht entscheiden. Ich kann höchstens quasi den Haltepunkt verschieben. Das kann man theoretisch machen. Das können wir mal kurz versuchen, um zu gucken, wie das aussehen würde. Wir verschieben das Bushäuschen. So. Und dann drehen die nämlich... Ach, die drehen in der Kreuzung. Das ist nicht so perfekt. Das ist keine U-Turn-Straße. Das ist ja... Wie machen wir das am besten mal? Eieiei. Ja, das soll so nicht sein. Das ist auch nicht so geil, weil das auch keine Wendestraße ist tatsächlich. Verdammt. Wegpunkt entfernen. Das geht schon mal. Wir können sie hier vorne im Kreisel drehen lassen. Ist aber auch nicht so cool. Man könnte einen Kreisverkehr hier einbauen. Das würde gehen zum Beispiel. Man könnte hier einen Kreisverkehr organisieren. Das würde fast funktionieren. Die Schule ist im Weg leider leicht. Das ist nicht so geil. Die Schule ist ganz leicht im Weg. Man könnte sonst einen Kreisverkehr machen hier aus dem ganzen Dings hier. Das würde ja den Verkehr hier auch ein bisschen verbessern. Das war unsere große Sorge. Das machen wir vielleicht mal. Warte mal. Die Schule muss ganz kurz magisch um ein Feld verschoben werden. Das war es jetzt nicht. Nochmal. So. Hat geklappt, hat sogar nichts kaputt gemacht. Und dann bauen wir jetzt hier einen Kreisverkehr. Und jetzt können die Busse nämlich da vorne wenden. Genau. Toll, oder? Das sollte das fixen. Sehr schön. So, Zoning, das haben wir hier weiterhin so, wie es ist. Diese ganzen kleinen freien Ecken hier, die stören mich schon sehr. Das Zoning, also da wurde ja viel versprochen und es ist okay. Es sieht besser aus, ganz klar. Das Kurvenzoning ist noch ein bisschen wonky. Guck mal hier, die sind ja alle gar nicht richtig lined up und so. Das ist ein bisschen sehr weird. Das sieht nicht ganz so geil aus. Also wenn man nicht perfekte Grids baut, hat man so ein bisschen Lücken. Noch hier solche schiefen Geschichten. Das ist ja nicht realistisch. Da würde ich gerne mir ein bisschen was wünschen. Oder dass da zumindest von selbst irgendwie was wächst. Ne? Das ist aktuell so eine flache Textur. Da kann gerne noch ein bisschen mehr los sein. Weil das hier ist einfach doof. Ne? Das ist jetzt hier perfekte Location für irgendwas. Ne? Da könnten Supermärkte sein, da könnten kleine Restaurants sein, kleine Stände. Und jetzt ist einfach leer und es wird nicht mal angezeigt als Zoning. Das ist halt schon ein bisschen sehr peinlich. Ne? Das darf nicht sein. So. Aber gut, wir haben einen Bus. Wir haben bereits hier... Wir haben sogar Taxis. Die sind einfach dabei. Sehr schön. Das freut einen doch, oder? Ich finde das cool. Wie viele Busse haben wir jetzt insgesamt gerade im Dienst? Wir haben ja nicht so viele gehabt. Wir haben, obwohl doch 16 Busse, 25 Busse haben wir. Das ist schon viel. Das geht schon. Okay.
Sehr gut. Was ist denn hier hinten los? Hier ist ein... Ach, das Abwasserrohr. Das kann man auch mal abreißen eigentlich, das Rohr. Das braucht ja keiner. Das hier. Das war ja ursprünglich hier und wird nicht mehr gebraucht. Übrigens, wir haben jetzt auch Autosave an, hoffe ich. Denn ich habe mal eine eigene Stadt gemacht und 2 Stunden gespielt. Und dann ist die einfach abgestürzt. Das war etwas schade. Das Spiel hat wohl einen quasi Forced Absturz nach etwa 2 Stunden Spielzeit. Hat mir auch der Erik schon gesagt. Was ganz gut zu wissen ist. Und wir wollten ja auch hier die Talstraße weiter ausbauen. Jetzt parken die hier auch einfach. Das ist ja auch unverschämt. Unfassbar. Wir können ja mal hier ein bisschen dagegen vorgehen. Und hier so ein paar wunderschöne Bäume reinmachen für den Ortseingang. Das geht doch, oder? So ein bisschen auch Eindruck machen hier. Ja, hier in unserer Stadt. Da geht's neu. Sieht aus. Muss man sagen, sieht aus und leckt auch ein bisschen. Aber das ist okay. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Wasser, da haben wir aktuell eigentlich alles im Griff. Strom war der Punkt, der geht aber noch. Was ist hier noch so? Wir haben hier noch, genau, Buslinien haben wir alle schon gesehen. Busverkehr, das kennen wir alles bereits. Dankeschön. Genau, das war das. Dann, ich wollte hier drüben diesen Highway bauen. Wir gehen das ruhig an, ne? Wir gehen das ganz langsam an, ja, alles hier. Eine einfache Straße. Eine einfache Kurve, genauer gesagt. Hier haben wir die Autobahn. Diese Bundesstraße kann ja so irgendwie verlaufen. Hier haben wir eine Stromlinie, das wäre schon mal nicht verkehrt. Ich würde sogar sagen, die geht dann hier so rum. Man kann so ein bisschen hier mit dem Kurventool auch arbeiten. Wir gehen hier rein. Dann macht die so eine Kurve hier. So ein bisschen an der Müllhalde vorbei. Dann geht die vielleicht so hier lang. Eine Bundesstraße halt, ne? Wie die eben aussieht. Da war hier ein Wald, ein alter Geschützter. Dann ist die eben so ein bisschen hier umhergegangen. Das hier ist eine Zuglinie. Genau, das kann man ja auch nutzen. Und hier oben geht es noch weiter dann. Ich würde die mal so tatsächlich bauen wollen, diese Straße. Fürs Erste so. Dann können wir auch schon mal, wo wir gerade dabei sind, das hier schon mal dazu kaufen. Ja. Der Waldbrand, der macht sein Ding, ne? Das ist... Der scheint aber auch nicht wirklich desaströs zu sein. Den geht's ja allen gut hier. Ist irgendwie nicht so... Bevor der mein Game crasht, weil er weiter sich aufbaut, wäre ich sehr ungehalten. Aber Effekte sehe ich davon keine. Wäre sehr enttäuschend, wenn es nicht mal abgebrannte Bäume gäbe als Effekt. Gibt's scheinbar gar nicht. Die brennen ja einfach nur vor sich hin. Das Game ist schon unfertig, ne? Muss man sagen. Also... Ich bin natürlich jemand, der sehr auch aufgewachsen ist mit der Zeit der Early Access Games, ne? Die letzten 10 Jahre, da bin ich gaming-technisch aufgewachsen, da gab es viele Early Access Games, die ich sehr schätze. Und da habe ich auch kein Problem mit. Das finde ich cool als Konzept. Ich mag es, beim Dev-Prozess dabei zu sein, das zu sehen, wie sich das entwickelt und so, und die ganzen Updates, da kommt so viel bei herum. Sachen wie RimWorld und so waren so cool. Aber das ist ein Vollpreis-Game. Voll-Release, Vollversion. Und das hat viele Dinge nicht, da fehlt viel Liebe, die Performance ist wirklich mies. Flugzeug. Und dadurch, ja, bin ich da nicht ganz so happy mit tatsächlich. Das merkt man vielleicht. Aber ich habe trotzdem Spaß dran. Ich habe echt Spaß in dem Game. Genau, wir wollen hier oben erstmal eine Stadt bauen. Denn, oder ein Dorf, besser gesagt. Oder eine Location. Quasi. Denn ich würde gerne verschiedene Dinge tun. Wir brauchen nämlich auch ein Gaskraftwerk. Was ist denn hier hinten los? Ach, hier ist ein kleines... Ach, guck mal hier. Ein Gehöft. Hier ist ein Gehöft mit einer Straße, die nirgends hinführt. Das tut mir leid. So. Wie wäre das denn in echt hier? Da würde man ja quasi sagen, okay. Wir reißen das nicht ab. Wir bauen es um. In eine 2-spurige Straße. So. Am Ortseingang wäre oft ein Kreisverkehr. Und ein Upgrade. Wir haben 1000 Happy Citizens. Super. Alle freuen sich. Das ist doch sehr schön. Ist auch alles gut ausgelastet. Der Feuerwehr geht's gut, ne? Genau, die sind happy. Bildung ist im grünen Bereich. Gesundheitsversorgung haben wir auch gut gemeistert eigentlich. Müll ist in einem soliden Standpunkt. Wir haben immer noch großen Bedarf an Gebäuden natürlich auch, das sehe ich schon. Das können wir nochmal schauen. Büros werden gerade nicht gefordert. Wohnraum wird es.
Würde eine solche Stadt billige Mietwohnungen haben? Die Antwort ist eigentlich ja. Solche Städte haben in der Regel irgendwo so einen kleinen Mietskasernenblock. So ein paar Türme. Haben wir ja theoretisch hier. Aber das sind ja keine billigen Mietwohnungen. Das sind ja so ein bisschen wie so Studios. Wenn ich eine billige Mietwohnung wäre, wo wäre ich denn dann? Am besten nicht alles hier, das ist schon sehr voll. Hier drüben ist so ein bisschen dünner populiert. Man kann ja mal schauen hier. Ich bin gerade an so vielen verschiedenen Baustellen auch tätig. Das will ich eigentlich gar nicht, aber das muss gerade sein. Hier in bester Strandlage tatsächlich, kann man hier mal gucken. Und ich baue jetzt auch bewusst nicht mehr mit diesem Kurvenflow, um das so ein bisschen zu verändern, diesen Baustil hier, weil das ist schon ein bisschen sehr similar irgendwann. Hier ist auch ein ziemlicher Hang hier, das ist ja gar nicht mal so geil zum Bauen tatsächlich. Ich wollte nämlich sowas hier machen. Aber dieser Hang, der wird's dann, daran hängt so ein bisschen an dem Hang. Kann man das hier irgendwie zubauen? Ja, so wird's gehen, wir können eine Kurve machen. Keine so geile Kurve, das kann man auch ein bisschen besser machen. So geht's nicht. Ja, ist halt schon eine gewisse Steigung hier im Gebiet. Aber da kann man ja mal gucken, ob wir hier nicht vielleicht ein paar Mietskasernen bauen können. Dass wir so ein paar Leuten auch noch Häuser bieten können. Das wäre ganz schön. Genau, Ruckel, Ruckel. Klinik, Ulmenstraße, das ist alles so, wie es ist. Das sieht gut aus. Okay, was ist hier los? Tote, ach so. Wir gucken mal in die Events rein, Autounfälle, das ist ja alles schön und gut. Oder eher nicht so, aber das kriegen wir alles hin. Genau, hier drüben wollte ich eigentlich was machen. Was ist eigentlich hier passiert? Wo denn sowas? Zack, zack. Das darf ja nicht sein. Wir bauen die mal ganz kurz gerade. Ich dachte gerade, so. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht hier eine kleine Ortschaft draus bauen können. Ich hätte jetzt wirklich gerne hier geteilte Wohngebäude. Für so eine kleine Stadt, ne, wo man so dann eben diese Häuser hat, da leben dann Leute in den Obergeschossen. Das hat man generell auch in verschiedenen Formen, in eigentlich allen Städten. Das soll eben so ein Dorf eher werden. Ein Dorf mit dem Gaskraftwerk, das ist die Idee. Dass wir hier sowas haben. Wir können auch mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie eine Straße rausbauen können. Genau so. Willst du schon mal gemacht haben, damit wir schon mal den Anschluss haben. So, genau. So viele Menschen werden krank. Ja, dass die krank werden, das ist ja nicht meine Schuld. Die können ja gesund werden. Büro für Volkszählung. Oh, Leute sterben öfters. Verkehrsunfälle. Ich mag es, dass die eine Statistik haben, aber so völlig random das irgendwie dann versuchen zu erklären. Also es Leute sterben, das könnten jetzt Verkehrsunfälle sein. Oder wir haben einfach gar keine Gesundheitsversorgung. Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Könnten aber auch wenig Feuerwehr und Rettung sein. Es kann auch an Stürzen liegen. Es kann an Bränden liegen. Das weiß man nicht. Aber Leute sterben einfach. Das ist gut zu wissen. Kann ich was dafür? Ich glaube nicht. Ja. So, genau. Wir bauen jetzt hier eine kleine Ortschaft rein. Wirklich nur ein kleines Dorf. Wir schauen mal ganz kurz in die Sachen. Die bekommen hier auf der einen Seite bekommen die Commercial Zones und dann hier drüben bekommen die Housing. Und dann bauen wir hier... Gassen wären ja auch witzig eigentlich. Ne? Gassen sind ja schön. Das kann man ja auch mal machen. So ein paar Gassen bauen. Ich sollte mal über den geraden Straßen bauen, so. Genau, eine Gasse kann man ja auch mal, ist doch mit einer Kurve vielleicht, bauen, das geht ja. Was reden die hier britisch die ganze Zeit? So, man kann ja hier mal, ne, genau, so eine Gasse. Soft and strong, so. Ja, das geht. Ich will, wie gesagt, nicht zu gritty bauen, ne, dass ich erwische mich dabei, wie ich das mache. Das ist nicht beabsichtigt, das tut mir sehr leid. Ich gelobige Besserung. Irgendwann.
Das machen wir alles noch. Das ist also Work in Progress, ne? Genau. So, und dann hauen wir hier noch ein bisschen Wohnstuff rein. Also einzelkleine Wohnungen hier und da. Ne? Dann vielleicht noch ein paar Reihenhäuser, die können auch hier sein. Dann kann man hier zumindest mal ein bisschen wohnen. Vielleicht sogar ein paar Mietskasernen am Anfang, im Ortseingang. Die haben natürlich noch keine Verbindung jetzt hier, was Zeug angeht. Was man natürlich machen kann, was ich gerne mache, auch in solchen Städten, was ich früher mal gemacht habe in Cities Skylines 1, ist, ich habe solche Städte nicht einfach nur an einer Straße angeschlossen. Wenn wir mal auf einer Google Maps Karte sehen, sehen wir, dass unsere Städte durch verschiedene Wege angeschlossen sind und wie auch kleine Pfade. Das heißt, wir haben hier überall auch dann mal einen kleinen Feldweg irgendwo in der Botanik. Wir haben hier verschiedenste Wege, die hier durch die Städte führen. Und so kann man ja auch zum Beispiel hier mal sagen, wir bauen fürs Erste hier noch ein bisschen die Straße aus. Das geht ja, das haben wir ja in unserer Erlaubnis. So. Und dann führt eben hier irgendwie so abwärts von dieser Straße vielleicht ein Dirtweg. Und die sind ja meistens sehr, sehr gerade. Da sind ja meistens wirklich einfach irgendwo durch den Wald gezogen, diese Wege. Da kann man den ja so irgendwie hier abziehen. Und dann geht er irgendwie so hier rüber. Warte mal, dann geht er so hier rüber. So. Und dann führt diese Gasse da rein. Und zack, haben wir hier ganz frech mal die Infrastruktur angeschlossen, nämlich die Leitungen. Das ist aber nur eine Stromleitung, liege ich da richtig? Oder ist das auch eine Wasserleitung? Ist auch eine Wasserleitung, sehr gut. Das haben wir quasi alles angeschlossen, das ist super. Jetzt haben die hier auch ihr Zeug. Und das ist gut. Und man kann sogar diesen Schummelweg nehmen, darüber zu kommen, wenn man das möchte. In echt, wenn dann jetzt hier Schilder, die sagen, da kann man nur mit Genehmigung rein, aber... You know. So, dann können wir hier noch ein bisschen Weg reinsetzen. Und es wurde ja angemerkt, dass ich hier sehr langsam spiele. Dass ich hier sehr, dass ich ja erst so wenig Einwohner habe nach irgendwie 10 Stunden Spielzeit. Das ist Absicht. Ich hab's nicht eilig. Ich habe es nicht eilig. Ich will hier einfach ein bisschen Spaß haben, tatsächlich. Das glaubt man gar nicht, aber so ist es tatsächlich. Ich habe einfach Spaß. So. Und dann ziehen wir hier drüben diese Straße raus, bauen die leicht kurvig, in einem 90 Grad Winkel, so, zack, und dann führt die hier so ein bisschen, haben wir eigentlich Industriestraßen? Eher nicht so, ne, haben wir leider nicht, dann führt die hier so ein bisschen entlang. Können wir hier das Gaskraftwerk nämlich hinsetzen, obwohl das ja auch sehr groß ist. Das passt da gar nicht, Mist. Das ist ja wirklich riesig, das Gaskraftwerk. Da ist sogar noch Wasser da oben, das wäre auch Verschwendung tatsächlich. Das Gaskraftwerk ist wirklich unfassbar groß. Wir kaufen uns nochmal ein weiteres Feld. Ich werde auch eine Mod irgendwann reinhauen, dass wir noch ein paar mehr Felder bekommen, also alle. Also diese gewaltige Region. Das will ich noch machen. Das wird erstmal die einzige Mod bleiben, die ich mir holen werde, aber das wird schon passieren. Ich wollte das eigentlich hier so ein bisschen reinkleben, das Gaskraftwerk, da wo keiner wohnen möchte. Das geht das gar nicht, weil das hier eine blöde Region ist dafür. Das passt gar nicht von der Größe her und sieht auch sehr rangeklatscht aus. Wie baut man denn am besten so ein Gaskraftwerk irgendwo hin? Das muss ja auch nach irgendwas aussehen. Es wäre ja realistischerweise irgendwo in der Nähe der Stromleitung und vor allem auch des Wassers. Also in der Kraftwerke oft generell wegen Kühlung, gerade Atommeiler. Jetzt hier, diese Straße ist damit wertlos geworden. Wir bauen also nochmal die Straße weiter aus. Nämlich so. Ist die Frage, kann man das da einfach ran? Ja, das kann man da ran klatschen, aber ist ja auch nicht die Art, oder? Das ist ja nicht so. Das muss ja irgendwo hin, wo es auch passt. Wenn hier dazwischen ist ja schon auch irgendwie Todeszone zwischen Eisenbahn und Autobahn. Das kann ja schon irgendwo hier hingehen. Das heißt, wir hauen einfach mal eine Gasse hier ran. Oder schon eine Straße, kann man schon mal machen. So. Ich baue hier so viele Straßen einfach irgendwo hin, das kannst du ja auch eigentlich keinem erzählen, aber. Wir machen das mal und dann hauen wir das Gaskraftwerk hier so dran. Und wir haben ein kleines Städtchen. Wir kriegen 1,2 Millionen Euro, einen Haufen Punkte. Wir haben ein Gaskraftwerk gebaut. Das steht jetzt hier so ein bisschen. Ist halt auch schwer, solche großen Gebäude zu bauen mit der Terrain-Sache hier, weil das Terrain sehr schwierig da zu bebauen ist. Wir können ja mal ganz kurz schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen ebenen können. Das hier nicht so Terra anpassen. Oh Gott. Ach, das ist Höhen und Senken, verdammt.
Ebnet, genau, wir wollen ebnen. Das Tool wollte ich, habe ich gesucht. Ist nicht so geil aus hier. Wir können euch ein bisschen dran arbeiten, aber das irgendwie einen natürlicheren Aufstieg. Jetzt habe ich das ganze Grünzeug da weggehauen. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte schon ein bisschen erhöhen. So wird es einfach nur flach. Das kostet doch Geld, ne? Ist nicht so geil. Irgendwie ist auch sehr stark tatsächlich. Pinselstärke. Ein bisschen zurück, bitte. Das sieht jetzt nicht so geil aus, tatsächlich, irgendwie. Habe ich mir jetzt mehr erwartet. Angleichen auch nicht so geil. Dann ebnen wir es eben wieder ein bisschen. Dann liegt das Gaskraftwerk eben hier an dieser äußerst spannenden geologischen Formation. Ja, das ist halt dann einfach der Bauschutthügel. Da sehen ja oft mal so aus. Das ist einfach der Bauschutthügel. Ist zumindest besser als das hier, was auch immer das sein soll. Wir gucken einfach mal nicht hin. Und dafür bauen wir jetzt hier rein. Strom haben wir schon. Wir bauen dafür jetzt dran hier nochmal die Stromleitungen. Und bauen die auch mal ein bisschen schöner. Das sind Hochspannungsleitungen, genau. Wir bauen die mal so hier raus. Dann hier drüber. Ach, ich baue die gerade unterirdisch, kann das sein? Das will ich ja gar nicht, verdammt. Ich will die ja oberirdisch bauen, sieht auch cooler aus. Wir reißen das nochmal ab. Aber ihr seht, wie ich gerne spiele, ne? Ich spiele gerne solche Spiele etwas detaillierter. In der Zeit. Im Abreißen lasse ich mir Zeit, weil es nicht geht. Na komm. Die genaue Pixelabfrage ist ja etwas herausfordernd, aber so geht das. Wir gehen nach oben. Jetzt können wir auch eine richtige Leitung bauen. Genau so. Und dann kann die hier so einen kleinen Turn machen. Dann geht die hier hin. Geht hier rüber. Dann kann die hier sich dann hier anschließen. So. Jetzt haben wir ein Gaskraftwerk gebaut. Wunderbar. Oder? Ist doch geil. Und dann können wir hier drüben ein bisschen gucken. So. Das wollte ich eigentlich nicht so machen. Ich wollte hier eigentlich eine gerade Straße bauen. Ich glaube, in Cities Skylines 1 hat er sich das nicht gemerkt. Hat er immer dann einfach direkt auf die gerade Straße umgeschalten. Und deshalb mache ich immer wieder diese Fehler hier. Dass ich hier versehentlich das immer dann nicht so baue, wie ich es bauen will. So, und dann hauen wir hier nochmal eine Gasse rein. Und das kann ein Industriegebiet sein. Da brauchen wir scheinbar sehr viel von. Genau über dem Wasser, das ist, denke ich, eine sehr gute Idee. Verdammt. Auch schön mit der Windrichtung. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Wie ist denn da die Luftverschmutzung eigentlich hier drüben? Das ist ja... Ich meine, es ist natürlich nicht immer alles perfekt in der Welt, ne? Ich wollte ja, wie gesagt, keine perfekte Stadt bauen. Das wisst ihr ja. Luftverschmutzung. Ja, die ist schon da. Die ist schon da. Die wäre dann auch hier da. Also lieber nicht. Lieber nicht. Das wäre dann doch einfach zu unsozial, das so zu machen. Lieber hier drüben, auch da, wo dann eben die Zuglinie ist. Da kann man das ja dann ausnutzen, diesen Umstand. Irgendwie so. Sich da am Kohlekraftwerk oder am Gaskraftwerk langbauen. Das ist ja möglich. Dass man das macht. Vielleicht doch auch ein bisschen schöner wäre das auch möglich, wenn wir das anders machen. Und zwar, wenn wir... Das Abreißen ist nervig. Das ist irgendwie... Ach, ich bin im Untergrund, daran liegt das. So. Wir können das ja auch so machen hier. So zum Beispiel. Oder vielleicht sogar noch so. Ja, auch perfekt. Ach, wie schön. Okay. Dann bauen wir hier ein Industriegebiet rein. Dann können die hier produzieren. Wie sie fröhlich sind. Hier unten können sie das auch tun. Man kann sagen, wir bauen hier Industrie. Und dann wird das hier drüben ein Wohngebiet, I guess. Das war jetzt gar nicht so geplant, aber das kann man wohl machen. Oder ein Bürogebiet kann man da auch reinsetzen, aber da haben wir gerade gar keinen Bedarf für. Will keiner, ja. Dann wird das erstmal so aussehen. Wir könnten hier drüben noch ein paar Häuser reinsetzen. Alles nach seiner Zeit, ne? Das ist ja alles nicht irgendwie zu eilig. Was hier drüben hinpassen würde, wären auch Felder, die wir auch bauen werden. Und wir sollten auch langsam mal damit beginnen, hier ein paar Zonen auszuweisen. Bezirke. Wir haben ja bereits entschieden, dass wir hier hinten
Gebiete benennen wollen. Ich würde mal sagen, zack. 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 Zack und zack. Das ist nicht der Krähenwinkel, das ist Remscheid. So, und was die können, seht ihr gleich, die Distrikte. Ich würde sagen, hier oben das Industriegebiet ist ja nicht so schön. Das ganze Gebiet hier ist ja nicht so geil. Wir gehen da mal entlang. Markieren das alles. Das ganze Industriegebiet, so. Bis hierhin. Die Müllhalde kannst du auch noch haben. So. Dann endet das hier unten an der Schnellstraße. Zack. Und geht dann hier rüber. Und dann hoch. Das ist nicht Eschach. Das ist, was ist denn das? Das ist am besten, würde ich sagen, Offenbach. Das hat jetzt keine Gründe. Natürlich nicht, ne, lieber Offenbacher. Aber ich fühle mich hier sehr wie in Offenbach. Ne, ich liebe die Natur. Ich liebe die Luft. Es ist einfach Offenbach. So, und dann haben wir das schon mal gemacht. Das ganze Gebiet hier braucht auch noch einen Namen. Ich bin am Überlegen, wie wir das nennen wollen. Ach, gute Frage. Was machen wir denn noch so mit der ganzen Stadt hier? Jetzt haben wir diese ganzen Distrikte. Das könnte ja auch ein Distrikt sein hier tatsächlich. Wir schauen einfach mal, wie das dann aussieht, wenn wir das so machen. Hier unten quasi. Wir müssten schon auch die Gebiete außerhalb mitnehmen. Jetzt habe ich das ja drüben gar nicht gemacht. Kann ich das hier ziehen? Genau. Das zählt ja auch dazu. Und zu Remscheid und das hier ja auch. So, und dann können wir ein neues Gebiet zonieren. Das wird dann ungefähr hier ablaufen. Hierhin. Dann hier an der Autobahn entlang. Am Kreisel entlang. Hier entlang. Halt, na, so. So, im Hintergrund läuft Minecraft-Musik, glaube ich. Das ist ja auch witzig. Genau. Und dann geht das hier so runter und wieder zurück. Bachwinkel. Nee, das kann was anderes sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das nennen will. Weil da ist ja eigentlich nichts Witziges an der ganzen Ortschaft hier. Ist einfach nur eine Ortschaft. Ist so ein bisschen britisch angehaucht, aber auch nicht wirklich. Da kommen wir noch zum Namen. Wir können ja auch uns da gemeinsam Gedanken machen zu. Das kriegen wir schon alles hin. Und der Ort wird auch benannt. Keine Sorge. Das kriegen wir alles hin. So, und jetzt wird hier drüben alles gebaut. Ich freue mich sehr. Wir haben hoffentlich auch einen sehr großen Stromexport jetzt. Genau, wir exportieren eine richtig große Menge. Leider nicht genug, um hier irgendwie damit was zu machen tatsächlich. Also wir kriegen jetzt nicht vom Stromexport irgendwie größere finanzielle Zuwendungen, leider. Und durch diesen ganzen Bau sinkt auch jetzt der Bedarf an, an Wohngebiet. Das ist super. Natürlich müssen wir diesen Ort auch noch anschließen mit dem Bus. Das muss passieren. Das wissen wir. Das ist klar. Uns allen. Auch dir. Aber dazu kommen wir noch. Denn, genau. So, wir haben jetzt neue Sachen freigeschaltet. Wir haben hier unten die Post. Briefkästen. Okay. Postamt. Wir müssen Briefkästen bauen. Sehr gerne. Wir fangen einfach mal hier unten an und klatschen hier Briefkästen rein. Wo sie eben so wären in öffentlichen Locations. Ich persönlich bin sehr genervt davon, dass bei mir kein Briefkasten direkt um die Ecke ist. Deshalb baue ich immer ein paar mehr rein. Ich kenne das Leiden. Die Schule kann einen bekommen. Hier drüben kann einer hin. Hier wird's gehen. Hier bei Remscheid. Dann will ich hier noch einen hinsetzen, obwohl, vielleicht auch an der großen Straße hier irgendwo.
Hier, hier hinten wird viel gebaut werden, da kann vielleicht hier noch einer hin. Beim Klinikum würde ich sagen, auch vielleicht doch lieber ein bisschen zentraler, so hier. Genau. Und hier drüben bekommen sie natürlich auch einen Briefkasten. Hier. So. Gut, dann Telekommunikation, Funkmasten. Mobile Daten, Funkquellen, TV-Signale. Die Masten übertragen bei Notfällen ein Alarmsignal, das es den Bürgern ermöglicht, schneller auf das Ereignis reagieren zu können. Kann mit einer drahtlosen Netzwerkantenne und erhöhter Bandbreite aufgerüstet werden. Okay. Also wir brauchen auch jetzt hier Internet-Connection. Und ach, die werden stärker, wenn sie auf Hügeln sind. Oh. Oder? Schon, ne? Die werden, glaube ich, größer. Der Radius... Irgendwie, warum ist der hier so niedrig? Liegt es daran, dass hier mehr Bedarf ist einfach? Ne, die werden nicht stärker, wenn sie... Die haben Funkschatten, was auch cool ist. Aber die werden nicht stärker, wenn sie hoch sind. Was eigentlich realistisch wäre, dass sie auch mehr Reichweite bekommen dann dadurch. Aber sie scheinen hier quasi durch Gebäude blockiert zu werden, wenn das so richtig ist oder so. Ein Telekom-Mast wäre ja langsam mal eine gute Idee. Der kann ja hier vorne irgendwo hingehen. Und warum überlappt der jetzt? Wie ist das zu verstehen? Warum überlappt der? Wo überlappt der? Er kann einfach hier hingehen. Ist der laut? Nö, der macht gar nichts, ne? Höchstens so ein paar Querdenker, die sagen, dass da irgendwie die Impfchips mit aktiviert werden. Überlappende... Ist noch nix. Was überlappt denn hier, sag mal? Überlappende Objekte? Sehe ich nicht. Naja. Hier wäre noch was frei, aber auch da leider darf ich den nicht bauen, weil irgendjemand böse ist auf mich. Hm. Dann geht er wohl hier oben hin. Da macht der auch Sinn, das ist ja auch so ein bisschen erhöht. Müssen wir gucken, dass jetzt dem Leuten hier unten nicht der Turm auf die Füße fällt, weil der so ein bisschen blöder steht. Aber wir haben ja zumindest endlich mal ein bisschen Telekom hier in der Stadt. Das ist doch gut. Sehr gut sogar. Dann kommt auch Serverfarm rein und so. Und zumindest haben wir ein bisschen Connection hier auch in der Village. Yo. Hier drüben bräuchte man noch einen Mast. Den kann man hier irgendwo auch dran setzen noch. Das geht ja hier zum Beispiel. Dann hilft der auch mit dem Abdecken des Gebiets da drüben. Und wir haben eine schöne Internetanbindung. Gut. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Parks auch freischalten dann, genau. Recycling, wir müssen ja noch Sachen kaufen, das ist ja auch noch so ein bisschen wichtig hier im kleinen Dingsmenü. Das größere Kohlekraftwerk, das Notstromaggregat, sollte erstmal nicht nötig sein, da wir noch keine fluktuierenden Stromspannungen haben. 5 Punkte, ein Krankenhaus ist noch ein bisschen Overkill, Verbrennungsanlage, Recycling wäre auch ganz nice eigentlich inzwischen. College wäre ganz cool, ein kleiner Schutzraum, Feuerwache, alles nicht verkehrt. Sozialamt wäre schon gut. Gerade auch für Remscheid, da braucht man sowas. Das würde ich gerne mal bauen. Weil das soll ja alles auch Teil hiervon sein. Dass wir eben auch helfen können den Leuten. Ist leider ein wirklich großes Gebäude. Das muss man erstmal bauen können. Ein Sozialamt. Würde sich hier gut machen, würde halt auch dafür die Hälfte der Wohnhäuser weghauen, hätte auch eine riesige Klippe hinten dran, wäre nicht so cool. Hier unten würde es theoretisch hinpassen, wäre halt nicht wirklich in der Stadt, es müsste eigentlich in der Stadtmitte sein irgendwo. Wir müssen vielleicht hier nochmal gucken, dass wir da nochmal eine Stadtmitte reinbauen oder so, weil das ist ja noch nicht so perfekt, wie es hier gerade ist aktuell. Ist noch nicht so geil, ne? Ist noch nicht so geil geworden, aber das kriegen wir hin. Ich gehe es ja wie gesagt ruhig an, ihr wisst ja. Das Gaskraftwerk ist hier ganz schön am Ausstoßen. Es summt leicht. Und unsere Bevölkerungszahl geht in die Höhe. Buslinien. Wir sollten das vielleicht einfach doch schon mal machen. Dass wir denen hier drüben eine Buslinie geben. Quasi eine wirklich kleine Buslinie nur, ne? Mit hier einem Bus Haltestellen-Dingens hier, ne? So ein kleines Halteding, eine etwas weniger finanzierte Buslinie vielleicht. Und damit eine Haltestelle, ne? Hier sowas. Und dann fährt da ein Bus lang. Genau. Dann würde es aber schon Sinn machen, auch hier vielleicht noch auf der anderen Seite noch eine zu haben. Damit er auch dann auf der Rückfahrt mitnehmen kann. Und dann könnte man hier noch einen Zebrastreifen extra reinbauen. Das machen wir für die Leute mal. Wir ballern hier einen Zebrastreifen rein. Achso, kann man gar nicht da jetzt machen. Das ist schade. Müssen wir ein bisschen lange Distanzen laufen. Das wollte ich eigentlich auch nicht damit erreichen. Aber naja. Fürs Erste muss das hinhalten. Okay. Ist okay. Und dann bauen wir eine Buslinie.
Die nehmen wir dann irgendwo von hier in der Innenstadt mit. Ich würde sogar sagen, wir geben denen hier zwei Anschlüsse oder sogar mehrere. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Die starten hier. Ich würde gerne eine neue machen. Genau, neue Route erstellen. So, die startet dort. Geht dann hier lang. Geht dann, die könnte natürlich auch da oben irgendwo hingehen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Das wäre eventuell nicht so schlecht als Entscheidung, aber wir machen das erstmal nicht. Vielleicht, aber wäre es in Zukunft eine gute Idee. Dann geht die hier rüber, dann geht die hier hoch, fährt wieder zurück und fährt dann hier hinten. Sie könnten natürlich auch irgendwie hier lang gehen, aber das wäre jetzt nicht die geilste Linie. Nee, das ist nicht so geil. Dann geht die hier hin und hoch und hält hier. Dann kann man sie theoretisch noch im Klinikum halten lassen, aber dann muss sie eigentlich wieder hier. Jetzt macht die hier so einen riesigen Schlenker, das will ich eigentlich auch nicht machen. Oder sowas hier, das ist ja doof, das will ja keiner. Wäre schön, wenn die jetzt den Kreisverkehr nutzen könnte da hinten, aber das macht sie leider auch nicht. Wenn ich ihr das da gebe, kann sie dann da oben lang. Ach, da macht sie auch so eine Drehung da. Da müssen wir einfach jetzt hier den Wegpunkt setzen. So. Genau. Cool.